Der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer lädt im Juni in Warnstedt in der Nähe von Thale ein zum Taufpilgern. Das heißt, 4 Tage mit mir unterwegs sein, nachdenken über das, was Taufe bedeutet, was christlicher Glaube bedeutet. Und am Ende kann, muss aber nicht die Taufe stehen. Für Christinnen und Christen bedeutet Taufe, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Sicherheit und Geborgenheit im Kreis der großen christlichen Familie. Taufpilgern ist mehr als ein bischöflicher Wanderevent mit Taufe zum Abschluss. Es ist wichtig, Fragen zu klären. Also einfach zu wissen, was mache ich da, wenn ich mich taufen lasse? Soweit man es klären kann. Aber ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen und Fragen zu klären und auch zu wissen, um was es geht, das ist sinnvoll. Und da biete ich sozusagen einen Kompaktkurs an. Friedrich Kramer will die ohnehin schon wenigen Täuflinge auch keiner Kirchengemeinde abspenstig machen. Er weiß aber auch, es gibt viele Menschen, die jetzt vor Ort vielleicht gerade nicht die Gelegenheit haben, in einem beruflichen Kontext sind, wofür sie eine regelmäßige Teilnahme an einem Taufkurs in der Gemeinde, der überall ja auch angeboten wird, nicht möglich ist. Das Taufpilgern richtet sich an Erwachsene, die auch ein Stück weit auf der Suche sind, die sich schon Gedanken über Taufe gemacht haben, wo aber noch Unsicherheiten oder Unklarheiten bestehen. Wenn ich spüre, ich bin angerührt, wenn der Heilige Geist irgendwie an meiner Seele kratzt und klopft und Gott irgendwie mich in Unruhe versetzt, sollte ich dem nachgehen, das klären und mich auf den Weg machen. Und du kannst nur gewinnen. 4 Tage Taufpilgern ganz bewusst in einem kleinen Kreis. Leute haben oft Furcht auch davor. Das ist für sie nur ganz hohe Schwelle. Ich kann nur sagen, haben sie keine Angst, kommen sie einfach mit. Und wenn sie merken dabei, dass Taufe ist nichts für sie, Kirche ist nichts für sie, ist auch nicht schlimm. Taufpilgern mit Landesbischof Friedrich Kramer vom 13. bis 16. Juni. Infos im Büro des Landesbischofs aus der Kirchenredaktion Thorsten Kessler, Radio SAW.